Der Mai ist der Awareness-Monat für die seltene Erbkrankheit Huntington. Auch Bernhard lebt damit. Wie war es nach der Diagnose? Die ersten Jahre, die waren sehr schwierig, weil man eben täglich daran erinnert wird. Irgendwann habe ich mich dann entschlossen, nur noch die Dinge zu tun, die mir gut tun und mich nicht belasten. Welche Auswirkungen hat die Krankheit auf seinen Alltag? Also mein Alltag ist mittlerweile eingeschränkt. Ich brauche einfach länger. Mein Gleichgewicht ist nicht gut. Die Konzentrationsfähigkeit lässt schnell nach und ich vergesse oft Worte. Die Erbkrankheit Huntington ist bis heute unheilbar. Michaela Winkelmann von der Deutschen Huntington-Hilfe. Wie kann man denn diesen Menschen helfen? Aktuell können nur die Symptome der Krankheit behandelt werden. Aber wir stecken ganz viel Hoffnung in die Forschung. Da gibt es viele helle Köpfe, die sich damit beschäftigen, wie man die Symptome, den Krankheitsverlauf verlangsamen kann oder aufhalten kann. Gravierende Folgen der Erkrankung führen oft zu Ausgrenzung. Was ist für Betroffene besonders wichtig? Für Betroffene ist besonders wichtig, dass sie wissen, wo sie Hilfe bekommen. Dass sie die Hilfe in den Huntington-Zentren in Anspruch nehmen. Aber auch, dass sie wissen, dass sie nicht alleine sind. Mit Lichtinstallationen rund um den Erdball wird aktuell auf die Huntington-Krankheit aufmerksam gemacht. Mehr Infos, Selbsthilfegruppen in Ihrer Nähe und Rat finden Sie auf huntington-hilfe.de.